Rhein. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Ost und West. Ich hoffe, ja, hier ist das richtige Zeichen. Danke. Sie haben den ersten Teil des langen Osterwochenendes mit Sonnenschein, blauem Himmel und bei Temperaturen so um 18 Grad herum richtig genossen. Denn leider wird es so schön nicht bleiben, wie mir der FU-Meteorologe vom Dienst Paul Schlag versicherte. Greifen zusehends Regenwolken auf Berlin und Umgebung über und ja, in Rheinland lag die Mittagstemperatur bei strömendem Regen sogar nur noch bei 7 Grad, während es ja bei uns immerhin noch 18 waren. Aber in der kommenden Nacht sinken die Temperaturen bei zeitweiligem Regen auf 8 bis 6 Grad. Morgen wird es zunächst am Vormittag noch hoffnungsvoll heiter sein, doch der Schein trügt, es folgen Wolken und mit Regen ist ebenfalls zu rechnen. Höchste Temperatur kaum noch 14 Grad. Ostermontag ähnliche Temperaturen. Und auch wieder Schauer. Ja, den Regenschirm sollten Sie also in jedem Fall dabei haben, wenn Sie vielleicht einen Bummel durch die City unternehmen sollten. Platzangst wird man da übrigens kaum bekommen, wie es heute am Kurfürstendamm und Umgebung aussah, schildert uns gleich Angelika Neumann. Von Platzangst keine Spur, einmal Kudamm und zurück. Berlins Prachtboulevard hatte sich auf einen riesen Ansturm vorbereitet. Doch wie Sie sehen, sehen Sie wenig. Der große Osterspaziergang à la Goethe steht zwar noch aus, aber bereits heute wurde die Richtung festgelegt. Und hier lang verläuft sie sicherlich nicht. Rund um Adenauer und Olivar Platz, gähnende Leere, die Stadt wirkte hier wie ausgestorben. Kaffee und Kuchen, ohne anzustehen, an jeder Ecke zu haben. So mancher wartet noch friedlich auf die große Überraschung. Unterkühlte Stimmung bei durchaus wechselhaftem Wetter. Ein paar hundert Meter weiter, Treffpunkt Townsend, das übliche Bild, Wochenendbetrieb der ganz normalen Art. Nicht nur die Ostereier, auch die Masse der Berlin-Besucher schien gut versteckt. Man sah, wollte gesehen werden und harrte der Dinge, die dem Fest den richtigen Rahmen verleihen sollten. Die große Ruhe vor dem Sturm, die letzten Vorbereitungen. Man putzt sich für die Feiertage, denn das ist gute Tradition. Mit Video alles unter Kontrolle und auch die Polizei hatte sich bestens vorbereitet. Die Lage ist relativ normal zu nennen für einen normalen Sonnabend. Kaum Verkehr, kann man sagen, zumindest was die Fahrzeuge angeht. Die Verkehrsteilnehmer haben sich relativ gut an unsere Empfehlungen gehalten, das Fahrzeug zu Hause zu lassen. Fußgängerverkehr, waren ein paar Staus zu verzeichnen, speziell in der Mittagszeit zum Einkauf. Ansonsten haben wir hier keine nennenswerten Schwerpunkte setzen können. Hatte die Polizei mit einem größeren deutsch-deutschen Andrang gerechnet? Im Grunde genommen war es wetterabhängig. Eigentlich kann man sagen, sicherlich ein paar Kudammbummler mehr oder weniger. Nun werden ja Ostern nicht nur Eier gelegt, es wird nicht nur was versteckt, sondern es wird geklaut, wie alle Tage. Was rät die Polizei in der Innenstadt und auch anderswo? Also das liegt uns natürlich sehr am Herzen, speziell Touristen und auch Berlinerinnen und Berliner, davor zu warnen, Art 1. Sich am sogenannten Hütchenspiel zu beteiligen, weil dort mit Sicherheit zu 99% betrogen wird. In dieses Hütchen kann man sein Geld getrost werfen. Berlins bunte Bühne, hier ist es gut angelegt. Apropos gut Kasse machten heute vor allem die Schwarztauscher rund um den Bahnhof Zoo. Sie nutzten die Gunst der schalterfreien Stunde und wechselten 1:5, was das gesamtdeutsche Ostern hergab. Nur selten konnten Kamerateam und Reporter so ungestört über den Kudamm bummeln. Die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur hier in der City steppt der Bär. Berlin ist eben größer und auch grüner geworden. Ja, danke, Angelika Neumann. Während es im Bundesgebiet vor allem wieder im bayerischen Raum zu kilometerlangen Staus kam, blieb an den 52 Grenzübergangsstellen in und um Berlin herum erfreulicherweise das von vielen erwartete Verkehrschaos aus. Mein Kollege Jörg Kafkemeyer hat das beobachtet und ist gerade zurück ins Studio gekommen. Bevor wir dann auf Ihren Beitrag eingehen, eine Frage, Jörg Kafkemeyer, die uns Zuschauer in der vergangenen Woche mehrfach stellten: Wer ist eigentlich der Neue in der Abendschau? Eine gute Gelegenheit, das mal ganz kurz aufzuarbeiten. Wir wissen es natürlich zuletzt, ARD-Korrespondent in Mexiko. Ja, und das andere sagen Sie am besten selbst. Der Neue ist Angestellter des SFB seit 14 Tagen, war vorher in Mexiko und vorher in Washington, jetzt in der Abendschau tätig, fürs regionale Fernsehen, also auch für Berlin-Brandenburg. Sind Sie ein Berliner? Ja, ja, 1947 ganz doll hier geboren, nicht? Und dann rauf und runter 20 Jahre hier gelebt und seit 20 Jahren nicht mehr hier gewesen. Ja, nun, wenn Ihnen in Mexiko jemand gesagt hätte, als vor einigen Wochen sich entschieden hatte, dass Sie nach Berlin zurückkommen, dass Sie hier dann mit einem Volkspolizeioffizier einer Ihrer ersten Beiträge ein Interview führen würden, was hätten Sie da geglaubt? Der spinnt.
Schlicht und einfach. Sie erleben also den 9. November? Jeden Tag täglich für mich neu. Und das ist Gefühl, was? Ja, wunderschön. Ja, wie gesagt, heute haben Sie den Grenzbetrieb ein bisschen beobachtet. Wie war es allgemein? Ganz ruhig, überraschend ruhig für alle Beteiligten. Also die DDR-Regierung hatte ja angekündigt, dass locker kontrolliert wird und dass die Leute durchfahren können. Und das hat gegriffen. Also wenn man sich an der Grenze umgeguckt hat, dann hielten die gerade noch so die Pässe hoch und haben gesagt, hallo, hier bin ich und das ist mein Auto. Und weiter und nur noch durch. Ja. Und was sagt die Volkspolizei? Die Volkspolizei in Potsdam sagt, hier ist alles leer. Und die Grenzschutztruppen sagen an der Grenze Dreilinden-Drewitz beispielsweise durch die Stimme des Hauptmanns Österreich. Wir haben mit viel mehr Verkehr gerechnet, ebenfalls an dem gestrigen Tag. Ist nur etwa 60% von dem, mit dem wir gerechnet haben, gekommen an Fahrzeugen. Sie sehen ja selbst, ja, hinter mir, so gut wie gar keinen Verkehr. Sicherlich resultierend auch in der Einreise, das dort drüben im anderen Bereich ist, daraus, dass eben ca. 50 Grenzübergänge geöffnet sind und dass sich doch ein bisschen verteilt. Jetzt zum Mittag ist ein bisschen mehr geworden, was heißt Einreise in die DDR, weil ja, viele Besucher kommen eben nach Werder fahren oder in die nähere Umgebung, um dort eben Mittag zu essen. Nochmal anziehen wird es gegen Abend. Da kommen vor allen Dingen viele jüngere Leute, die eben unsere Diskos nutzen, weil die Preise doch ziemlich niedriger sind als eben bei Ihnen in Berlin-West. Wie war die Abfertigung drüben in Helmstedt? Ging's hervorragend, ging ganz flott ab. Keine Schlangen? Doch, ein bisschen, ungefähr eine halbe Stunde Wartezeit. Länger nicht? Länger nicht. Aber es hat Sie überrascht, dass so wenig los ist? Ja, eigentlich schon, aber gestern muss so der Clou gewesen sein. Ne? Fahren Sie zum ersten Mal nach Berlin? Ja, ich suche eine Wohnung. Um eine Wohnung. Viel Erfolg, es wird schwierig genug. Ich will hoffen, dass ich schaffe. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, wenn jetzt das Mikrofon auf ist, können wir weitermachen. Ja, Heiligensee, Dreilinden, ja. Potsdamer Platz, überall das gleiche Bild. Die Autos rollen durch, aber sie rollen sehr flüssig durch. Die, wie man sieht in den Bildern, die Polizisten auf beiden Seiten kontrollieren überhaupt nicht. Und die Leute sind damit sehr zufrieden. Da gibt es ein paar Verkehrsanweisungen, also hier bitte da und da bitte nicht. Und die Leute haben sich manchmal auch ein bisschen verirrt. Aber es war nicht voll und man reihte sich sofort wieder ein und dann ging es weiter. Haben Sie mal sich umgeschaut auf dem Bahnhof Zoo, Flughafen Tegel? Ja, ähnliches Bild, Bahnhof Zoo, Flughafen Tegel. Hm. Am Bahnhof Zoo beispielsweise, wenn wir die Bilder mal einspielen können, am Bahnhof Zoo sah es sehr gut aus. Da waren die Ankunftszüge natürlich ausgewiesen. Die Fahrgäste kamen herunter und liefen zu den Taxen und liefen zu den Bussen und reihten sich ein und verschwanden in der Stadt oder im näheren Umland, in der Mark Brandenburg, und besuchten ihre Freunde, ihre Verwandten. Und ähnlich war es auf dem Flughafen Tegel. Rein kann man schnell und raus kommt man immer noch, weil es gibt Flüge raus, vor allen Dingen nach Frankfurt. Wer will, kann nach Sylt, aber da soll es regnen. Und ganz besonders nicht wenig. Und ganz besonders nach Spanien kann man fliegen und nach Italien noch, also Plätze jede Menge. Wie werden Sie Ostern verleben? Hier, ganz doll in der Stadt und angucken. Alles, was ich nicht kenne, wie gesagt, jeder Tag einen Nachholbedarf. Unbedingt. Ja, danke, Jörg Hafgemeier. Vom Flughafen Tegel weiter nach Fürstenwalde. Weiter dort zum dortigen Flugfeld. Und das hat natürlich einen aktuellen Grund. Dort gibt es nämlich zum ersten Mal in der DDR eine Flugschau für jedermann. Holger Senft ist gerade ins Studio gekommen. Sie haben es gesehen. Ja, wie war die Resonanz da drüben? Och, das war eigentlich ganz gut. 200 bis 300 Leute da. Und man muss dazu sagen, die Interflug, die das alles veranstaltet hat, die hat ja gar keine Werbung gemacht. Und dafür war das schon recht anständig. Also da war ein bisschen Volksfest. Und wir haben auch einen kleinen Film mitgebracht. Den können wir uns jetzt vielleicht mal dazu anschauen. Ja. 8 meters per second, 180 degrees. Und so sahen sie dann also aus, die gelben Hummeln, die Doppeldecker und die Hubschrauber, die an diesem Wochenende das erste Mal mit Kind und Kegel so richtig schön in die Luft gingen. Und wenn das natürlich kein Grund zum Feiern war. In Fürstenwalde machte man noch bis Ostermontag ein kleines Volksfest daraus. Ab morgen 10 Uhr ist dann wieder der fliegende Teppichhändler ebenfalls mit von der Partie. Über Äcker und Felder haben die Knatterbüchsen Getreide, Saatgut und Unkrautvernichtungsmittel abgeworfen. Jetzt will man aus den Agrarfliegereien ein Touristikunternehmen machen. Für 80 Mark Ost konnte man heute schon den ersten Service der neuen Firma buchen. Ein Viertelstündchen mal abheben und Fürstenwalde sowie den wunderschönen Scharmützelsee von oben genießen. Rundflüge also, aber auch für den passenden Geldbeutel Extratouren sind drin. Ganz nach Angebot und Nachfrage. Die private Konkurrenz kommt sowieso, dachte sich die Interflug und stellte mit ihrer Tochterfirma, genannt Air Touristik, schnell noch ein Bein in die Tür. Fürs Erste war es dann Fürstenwalde. Unter anderem wird Fürstenwalde neben 7 weiteren Plätzen, die wir in der DDR haben,
ein Stützpunkt werden, wo wir dann auch von hier aus zur Ostsee fliegen oder in andere Städte der DDR fliegen. Aber auch Schönefeld selber werden wir regelrechte Flüge oder regelmäßige Flüge haben zur Ostsee, nach dem Süden runter, nach Thüringen, in Sachsen, praktisch Dresden auch zu landen. Anfang Juli geht es dann mit den sogenannten Badeflügen los, also mit Handtuch und Badehose direkt an den Strand. Frische Luft über dem Luftraum der DDR. Ja, wenn es so weitergeht, dann kann man bald mit einer Privatmaschine in und um Berlin herum landen, was? Starten und landen. In Berlin, das ist noch nicht sicher, das muss die Zukunft noch zeigen, aber um Berlin herum auf jeden Fall, in Fürstenwalde, rüstet man dafür. Voraussetzung ist, dass man einen Flugschein machen kann. Hat man sich da schon Gedanken gemacht? Ja, das ist ganz toll. Es ist ein, man kann sagen, irres Angebot für die Berliner. Man kann seinen Hubschrauberschein demnächst hier in Berlin machen und auch die Privatlizenz in Fürstenwalde. Man bereitet alles vor. Wir werden die Fachleute noch eine weitere Frage sofort stellen. Gibt es private Stellplätze? Ist man da schon dabei, sie vorzubereiten? Auch da ist man dabei, das vorzubereiten. Das ist in Arbeit. Man wird, man sagt, ungefähr im Juni soweit sein, dass man hier als Privatmann dort sein Flugzeug abstellen kann, mit einem direkten Zubringer nach Berlin kommen kann, so wie es im Bundesgebiet eben üblich ist. Ja, danke Holger Senf für die Flugfans. Tolle Information. Weiter geht's nun mit unserer Nachrichtenübersicht. Den diesjährigen Karfreitag feierten die evangelischen und katholischen Gemeinden in Berlin mit teilweise gut besuchten Gottesdiensten. Bereits am Abend des Gründonnerstag vollzog der katholische Bischof von Berlin, Sterzinski, die traditionelle Fußwaschung in der Ostberliner Hedwigskathedrale. Eine katholische Nachtfeier in der Westberliner Ludwigkirche dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Karfreitag. Gesamtdeutsche Wahlen sind schon Anfang nächsten Jahres möglich. Das erklärte heute der Landes- und Fraktionschef der Westberliner CDU, Diebgen, in einem Rundschreiben seiner Partei. Die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres sei dann vielleicht nicht mehr nötig. Voraussetzung allerdings, die Gespräche der beiden deutschen Staaten und der vier Siegermächte über die deutsche Einigung müssten schnell zu einem guten Abschluss kommen. Hektisches Treiben heute Nachmittag im Pavillon des Berliner Verkehrsamtes am Breitscheidplatz. Völlig ausgebucht waren die 26.000 Hotelbetten im Westteil der Stadt. Trotzdem musste heute keiner abgewiesen werden, denn die zusätzlichen 4.000 registrierten Privatzimmer reichten gerade noch aus. Das wird sicherlich auch für morgen gelten, denn es sind auch etliche Gäste dabei, die nur ein oder zwei Nächte bleiben wollten. Das sehen die Hotels und Privatvermieter natürlich gar nicht gerne. Aber morgen wird sich die Situation schon wieder etwas entspannen, weil viele Gäste doch wieder abreisen. Im ehemaligen Niemandsland entlang der Mauer sind heute zwischen Potsdamer und Pariser Platz die ersten Blumen gepflanzt worden. Auf dem rund 50 Kilometer langen Streifen zwischen Ost- und West-Berlin sollen später nach dem Willen von Umweltschützern, DDR-Grenzern und Ostberliner Bürgern Lupinen in den verschiedensten Farben blühen. Um die Kosten der Aktion zu decken, hat die DDR-Staatsbank ein Spendenkonto eingerichtet. Das traditionelle Britzer Baumblütenfest wurde heute Nachmittag eröffnet. Wie seit 1954 sind auch in diesem Jahr wieder über 30 Schausteller da, die gut 14 Tage lang den kleinen Rummel an der Parchimer Allee betreiben. Nach der Öffnung der Mauer besteht jetzt übrigens wieder freie Konkurrenz zwischen der Baumblüte in Werder und dem Britz. Das Britzer Blasorchester gab sein Bestes. Und wer jemals die Wirkung von Obstwein verspürt hat, versteht, warum die Menschen schmecken. Aber es muss ja nicht unbedingt Obstwein sein, das kann jeder für sich entscheiden. Und zwar noch bis einschließlich 1. Mai. Der Eintritt ist frei. Umweltsünder kommen in der DDR meist ohne Strafverfolgung davon. Das ergab jetzt eine Studie der Ostberliner Humboldt-Universität. So wurden von 1985 bis 1988 nur 115 Anzeigen wegen Umweltvergehen erstattet, heißt es in der Untersuchung. Nur in etwas über einem Drittel der Fälle hätten DDR-Behörden dann auch ermittelt. Im Vergleich dazu seien in der Bundesrepublik allein 1987 über 21.000 Umweltverbrechen angezeigt worden. Die DDR gilt als eines der am stärksten vergifteten Länder Europas. Zum Sport. Hertha Osnabrück 3:0. Jetzt läuft alles in Richtung Bundesliga nach dem Motto, aber wetten das, gibt es noch welche, die jetzt noch zweifeln daran? Also es gibt immer noch irgendjemand, der daran zweifelt. Ich würde auch gar kein Rechenexempel statuieren, sondern wenn Hertha so spielt, wie sie am Donnerstag gegen Osnabrück gespielt haben die ganze Zeit, habe ich überhaupt keine Sorgen, dass die Hertha es in dieser Saison schafft. Und wir haben natürlich gefragt, was die Leute einsetzen würden. Hertha steigt auf. Wetten das? Ich würde um 1.000 Mark wetten. Dass Hertha aufsteigt, bin ich ziemlich sicher. Mit Kadett und 1.000 Mark. Mit Sicherheit. 1.000 Mark.
Ja, ist mir das wert. Also ich sage immer, wenn Mensch, ich bin Realist, ich sage immer 50 Mark und dabei bleibe ich. Da wette nehme ich an, immer 50 Mark ist eine ganze Menge Geld. Also 50 Mark wette ich, auf jeden Fall. Und was ist dir das wert? Meine Verlobte. Oh, was? Na alles, was ich habe oder was? Weil ich doch aus dem Osten komme oder was? Ja, so ist das, oder? Los, ja, meine 40.000, die euch rennen, damit Hertha aufsteigt. Hältst du gegen oder was? Na, halten Sie gegen? Nee, ich wette prinzipiell nicht, aber diese Hertha so souverän, wie sie gespielt haben, da könnte man im Grunde schon was drauf setzen. Bei mir gibt es prinzipielle Vorbehalte. Ich tue die drei Tore haben Sie mitgebracht. Die drei Tore sind wie folgt gefallen, wenn wir diesen Film auch mal ganz kurz einspielen könnten. Das erste gleich nach 4 Minuten, ein stürmischer Auftakt von Hertha BSC. Robert Holzer ist dies. Die Abwehr der Osnabrücker nahm eine kollektive Denkpause. Fred Klaus das 1:0. Ein Auftakt nach Maß nennt man das ja immer. Das zweite Tor dann, resultierend aus diesem Freistoß von Axel Kruse, erst in die Mauer, der Nachschuss mit links ins lange Eck, 2:0. Da war im Grunde schon, das wusste auch Trainer Fuchs, der sich da draußen freute, die ganze Sache schon gelaufen. Und Axel Kruse, der übrigens, das eben war das 5., jetzt kommt das 6. Tor in 8 Spielen, macht, der braucht immer 2 Versuche, wieder der 1. gegen den Mann und der 2. Volltreffer. Und Junghans meinte nachher zum Aufstieg: Wenn wir es jetzt nicht schaffen sollen, dann haben wir es auch nicht verdient und normalerweise müssten wir aufsteigen. 463 Minuten ist er ohne Gegentor. Und wenn er weiter so hält, dann wird der Wunsch der Fans in Erfüllung gehen. Nie mehr zweite Liga, singen sie da. Ja, die Planungen gehen längst weiter. Der Vorstand hat schon Angeln ausgeworfen. Namen sind schon gefallen. Wir wollen sie jetzt hier noch gar nicht erwähnen, aber Doll und Rode. Es gibt verschiedene Dinge, die da im Gespräch sind. Aber ganz klar ist, dass die Planungen für die erste Bundesliga schon gemacht werden. Wenn Sie vielleicht planen für einen Heimspielbesuch bei Hertha BSC, das nächste Heimspiel ist schon am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr im Olympiastadion wegen Europapokal von Werder Bremen vorgezogen auf 18.30 Uhr. Und auch Planungen, Gerhard Lenz, Sie haben es gesagt, in puncto erste Bundesliga und im Hertha Management wird auf jeden Fall schon gepackt für die Fahrt mit dem Erstligazug. Na, wir haben schon einige Weichen gestellt, wie Sie wissen. Wir haben erstmal die wichtigen Leute aus der jetzigen Mannschaft verpflichtet. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Und darüber hinaus haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, wie wir weiter uns verstärken können. Und auch da sind Gespräche im Gange. Nun haben Sie doch sehr erfolgreich gearbeitet bei Hertha BSC. Umso mehr wundert es einen, wenn Sie dann sagen, ich mache das nicht mehr. Gerade jetzt, wo der große Erfolg da ist. Naja, ich habe vor 5 Jahren gesagt, ich möchte Hertha wieder in die erste Bundesliga bringen. Das war mein Ziel. Und da haben natürlich viele andere mitgeholfen. Das ist also sicher nicht nur mein Verdienst. Und jetzt möchte ich doch mich lieber mal meinen privaten Dingen wieder ein bisschen mehr widmen und meinen Geschäften. Keine Frage, der Peter Geider kann zufrieden sein. Kommen wir zum Eishockey. Die Welt schaut in die Schweiz. Dort beginnt am Montag die Weltmeisterschaft. Aber die Weltmeister von morgen, die haben wir zurzeit in Berlin. Ja, ein internationales Jugendturnier, das dankenswerterweise, das muss man mal ganz so deutlich sagen, von Jim Setters, dem Nachwuchstrainer des BSC Preußen, organisiert, inszeniert worden ist und auch durchgeführt wird. Eine wirklich großartige Sache. Markus Streim hat ein paar Eindrücke zusammengefasst. Eine Woche lang bleibt die Eissporthalle fest im Kinderheim. Fairness ist oberstes Gebot. Mit dabei die Stadtauswahl Moskaus, eine Premiere. Doch heute Nachmittag im Mittelpunkt das Berliner Ost-West-Duell. Dynamo Rot gegen Preußen Schwarz. Ost-Berliner zwar nicht zum ersten Mal im Eichkampf, aber nach wie vor mit Begeisterung. Entscheidend ist natürlich, dass wir hier gegen Mannschaften spielen, die wir sonst, wer weiß, ob wir die nochmal sehen. Also das ist wirklich das Interessanteste. Und sonst auch die ganzen Veranstaltungen, die wir noch vor uns haben. Also das ist wirklich schon ein super Ding hier. Und wir sind alle unruhig froh. Und wenn wir jetzt hier neu gewinnen sollten, also das ist ein Ding hier Unmöglichkeit eigentlich. Wir freuen uns wirklich. Am Sieg der Dynamos konnte auch dieser Preußentreffer nichts ändern. 5:2 der Endstand. Aber gewinnen ist da zweitrangig. Ja, es wird immer mehr in den unteren Bereichen so ein Druck geübt, dass der Kinder siegen muss. Und dieses Druck braucht der Kinder nicht. Die kriegen es sowieso, wenn die Älteren sind. Die sollen einfach Spaß und Spiel haben. Und der ist allen garantiert, nicht nur auf dem Eis. Die Attraktion vor der Halle? Bearbeitung von extra angelieferten Mauerstücken. Bei aller guten Laune bleibt ein Osterwunsch offen. Ich wünsche allen, die hier zugucken, frohe Ostern und möchte erstmal, also wir hoffen, dass mehr Zuschauer kommen, weil es sind ja doch ein bisschen wenig da. Es macht ihm mehr Spaß, vor großer Kulisse zu spielen. Nicht an Ostersuchen denken, sondern auch mal zum Spiel kommen. Und vor allen Dingen auch der Eintritt ist frei, also man verliert kein Geld, aber man sieht viel.
Auf nach Kreuzberg, Hans-Joachim Seppel ist gerade zurückgekommen. Dort gibt es zum 40. Mal das traditionelle Rund in Kreuzberg. Bombenbesetzung, leider ein etwas unglücklicher Auftakt. Es gab einen schweren Sturz. Wie geht's dem Harald Zoll? Harald Zoll, ein Westberliner Fahrer, ist gestern verletzt worden. Er ist in ein abgestelltes Auto geprallt mit dem Kopf. Und es ist nur ein Schlüsselbeinbruch, wie man heute gehört hat. Aber man kann froh sein, so schlimm ist es nun doch wieder nicht. Denn er ist gestern bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gute Nachricht zum Sport selbst. Ja, also 40. Rund in Kreuzberg. Ich würde bitten, den Beitrag mal einzuspielen. Eine traditionelle Veranstaltung, wie gesagt, über 50% der Teilnehmer kommen aus der DDR. 29 Jahre waren sie nicht mehr dabei. Der letzte Sieger im Jahre 61, ein Fahrer von Dynamo Ost-Berlin. Zum Kurs 45 Runden, 2,1 Kilometer. Drei Viertel der Strecke sind Kopfsteinpflaster. Tja, und 12 Runden vor Schluss hatten zwei Ausreißer die nachfolgenden Fahrer schon wieder eingeholt. Holger Hoffmann mit der Nummer 75, gleich erkennen Sie ihn rechts am Bildrand, und Thomas Tinius aus Köpenick. Hoffmann war gestern auf Platz 5, damit heißer Anwärter auf den Gesamtsieg. Der Pole Adam Czafron, gestern Erster, hatte noch gleich große Chancen, war aber schon zurückgefallen. Und dann bereits das Ziel nach 94,5 Kilometern mit den überrundeten Fahrern. Hoffmann, Erster vom RC Charlottenburg, vor Thomas Tinius aus Köpenick. Der Pole Czafron, der strampelte noch bei den Verfolgern, was das Zeug hält, aber es nützte nichts. Der heutige Gewinner Holger Hoffmann war letztendlich auch der Gesamtsieger des 40. Radrennens rund in Kreuzberg. Hier sehen wir noch einmal bei der Siegerehrung mit Bezirksbürgermeister Günter König aus Kreuzberg. Ja, danke Hans-Joachim Seppel für diesen Bericht mit heißer Nadel fertiggestellt. Ja, sportlich geht es gar nicht weiter nach dem Motto, pack die Badehose ein und dann nichts wie raus nach Wannsee. Das ist nach der Wettervorhersage der Meteorologen für die nächsten Tage kein verspäteter Aprilscherz, meine Damen und Herren. Tatsächlich öffnete Berlins Lido seine Pforten. Unter den ersten Gästen waren auch Marianne Behland und ein Kamerateam der Amtschau. Saisoneröffnung ohne Tschingdrasser Bumm, ganz bescheiden. Bei 16 Grad Lufttemperatur für eine Mark Eintritt, Kinder 50 Pfennig, Strandkorb pro Tag 4 Mark, war das heute Erholung für Individualisten. Rund 500 übrigens, die schlau genug waren, nicht an den Müggelsee zu fahren. Bis zum 1. Mai allerdings darf nicht gebadet werden, nur in der Sonne, wenn sie dann scheint. Wie in aller Welt, Herr Röske, wollen Sie denn verhindern, dass hier jemand ins Wasser geht? Also wir haben heute 12 Grad Wassertemperatur. Ich glaube, das alleine rechtfertigt schon, dass die Leute bei dieser Wassertemperatur natürlich nicht ins Wasser gehen. Wir dürfen aber auch das Baden offiziell nicht genehmigen, weil uns das Rettungspersonal erst vom 1. Mai an zur Verfügung steht. Und deshalb können wir es jetzt leider nicht gestatten, obwohl wir natürlich auch nicht so kleinlich sein würden, wenn jemand bis zu den Beinen ins Wasser geht. Also nicht ins Wasser gehen können Sie jeden Tag von 10 bis 17 Uhr. Ab 1. Mai dürfen Sie dann von 7 bis 20 Uhr. Überhaupt nicht mehr dürfen Sie auf der Havelchaussee nämlich Auto fahren. Auf dem Rückweg vom Strandbad wollten wir wissen, ob die Autofahrer sich auch daran halten. Guten Tag, die Berliner Abendschau. Haben Sie denn viel zu tun heute? Sicher, haben schon 15 Fahrzeuge heute gehabt. Und wie erklären die Leute, dass sie einfach hier durchfahren? Ich habe verschiedene Erklärungen nicht gesehen. Und mitunter machen sie sich wahrscheinlich auch einen Spaß daraus, hier durchzufahren. Wie teuer ist denn der Spaß? 20 Mark nur. Dürfen wir Sie mal fragen, weshalb Sie hier durchgefahren sind, obwohl Durchfahren verboten ist? Ja, richtig. Ich habe das zu spät gemerkt, sagen wir mal so. Ne? Das ist dumm, ne? Das ist dumm, ja. Das ist Pech, ja. Aber Sie wussten das nicht? Ich wusste das vorher. Ich habe das mal im Radio kurz mitbekommen, aber bis jetzt, wann es nun ist, wusste ich gar nicht. Naja, jetzt weiß er's. Und wer sich nicht von den wenigen Bussen abhängig machen will, der läuft eben, oder? Laufen erhält jung und elastisch, meine Damen und Herren. So, nun etwas zum Entspannen. Dazu führen wir Sie in die Philharmonie zu einer Probe des Berliner Oratorienchores. Einer Gemeinschaft mit mehr als 120 Sängerinnen und Sängern aus allen Alters- und Berufsschichten. Im Jahre 1725, komponiert von Johann Sebastian Bach. Im Berliner Oratorienchor gibt es seit 1904, früher hieß er einmal Berliner Volkschor. Gegründet wurde er von Volksbühnenmitgliedern, unter anderem von Alfred Guttmann. Man wollte damals die hohe Chorkultur dem Heer der Arbeiter und Bauern nehmen. Im Mainchor steht heute eine Hausfrau vor und das ist ganz schön stressig. Es muss halt immer präsent sein, immer am
Telefon, man muss immer auf Anrufe warten, man muss für alles da sein, man muss organisieren und man muss auch für die Bewegung der Choristen da sein und einfach der Sache vorstehen. Der Chor übt zweimal die Woche in einem Hörsaal der TU, einige Mitglieder allerdings noch öfter. Also meine Familie ist froh, wenn ich nicht zu Hause singe. Aber es kann schon passieren, dass wenn es mir etwas besonders Spaß macht zu singen, dass ich das dann einfach mal beim Saugen tue, wo mich keiner hört. Morgen um 20 Uhr wird dann gemeinsam mit dem Symphonischen Orchester Berlin das Osteroratorium zelebriert. Es gibt noch Karten und für Bach-Fans aus der DDR eine besondere Ermäßigung. Zum Osterfest gehört seit eh und je ein Bummel durch den Zoologischen Garten. In den Frühlingstagen des April zeigt sich Berlins Oase der Erholung und Entspannung stets von der schönsten Seite, denn überall blüht und grünt es. In den Gehegen gibt es jede Menge Nachwuchs zu bewundern. Einer der Halbstarken des Zoos sah sich mal hinter den Absperrungen um und gibt Ihnen einige Tipps. Na dann mal los. Ich zeig Ihnen mal, wo es lang geht. Mein Name ist übrigens Pangpa. Auf in den Kinderzoo. Im Vergleich zu denen bin ich ja schon fast erwachsen. Nachwuchs gibt's hier jede Menge, termingerecht. Nicht nur Osterlämmer, sondern auch viele kleine Ziegen. Und anfassen darf man sie auch. Ich bin schon überrascht, dass mich der Tierwärter sogar an die Brutkästen rangelassen hat. Beziehungen muss man eben haben. Ich bin ja auch nicht tapsig, oder? Das nennt man im wahrsten Sinne des Wortes frisch aus dem Ei gepellt. Die Punkmode scheint nun auch beim Königspinguin-Nachwuchs im Kommen zu sein. Sich mausern nennt man das wohl. Das hier sind natürlich keine Oster, sondern Springhasen. Aber das haben Sie wahrscheinlich schon gewusst. Ein quirliges Völkchen. Was gibt's denn hier? Ach so, die Gorillas sind los. Ihre Angeberei ist zum Kugeln. Einfach affig. Im Vergleich zu meinen Verwandten lächerlich. Die können bei ihren Kunststücken sogar den Rückwärtsgang einlegen und Handstand machen. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber überzeugen Sie sich doch einfach mal selbst. Wir Dickhäuter zeigen Ihnen täglich um 13.30 Uhr, was wir so alles drauf haben. Und da kann Fritze, der Junglöwe, noch so arrogant gucken. Gekonnt ist eben gekonnt. Was ist denn das für eine Schweinerei? Ach ja, bei den Rindern gibt's in den Freigehegen auch jede Menge Nachwuchs zu sehen. Man muss schon sagen, niedlich sind sie ja, die Kleinen. Aber die Beine, einfach lächerlich. Damit kann man doch nicht ordentlich laufen. So müssten sie aussehen. Finden Sie nicht auch? Ich hab jetzt Hunger. Entdecken Sie doch den Zoo auf eigene Faust. Ein paar Tipps haben Sie ja schon von mir bekommen. Vielleicht sehen wir uns. Ja, nach dem Zoobummel-Tipp gleich zu Anregungen für alle, die sich noch nicht für das eine oder andere entscheiden konnten. Zugegeben, das ist bei dem Angebot in unserer Stadt auch gar nicht so einfach, zumal die wirklich interessantesten Veranstaltungen natürlich längst ausgebucht sind. Und wer da als Letzter kommt, muss bekanntlich nehmen, was übrig bleibt. Aber auch da, Czerno, haben Sie noch eine ganze Menge entdeckt, zum Beispiel. Also für Kinder gibt es Theater im Kulturhaus Spandau oder im Planetarium sogar einen indischen Märchenerzähler. Wer Kunstliebhaber ist, sollte unbedingt die freie Berliner Kunstausstellung auschecken. Es ist sehenswert. Schweizer Harfenvirtuose Andreas Vollenweider wird in die Saiten greifen im Palast der Republik morgen 19 Uhr. Oder andere Saitenkultur, Aufstand der Streicherin, Uferfabrik, auch morgen. Oder wenn Sie lieber laufen wollen, Potsdam zu Fuß, von der Alexandrowska bis zum Cäcilienhof, morgen 14 Uhr, Treffpunkt Peter- und Paulkirche. Oder Sonderfahrten mit dem Dampfer durch Berlins Kanäle. An der Schlossbrücke geht's los, morgen um 11. Und ich habe noch was, Künstler für den Frieden, Osterfeetz im, wie heißt das, Wühlheide in Köpenick mit Udo Lindenberg, Veronika Fischer und vielen anderen. Aber ich habe noch ein paar Sachen mehr. Ich habe noch was für Sie im Film. Schauen Sie mal rein. Die geraubten Schatten. Fotografien der sogenannten Eingeborenen aus der ganzen Welt mit und ohne ihre Beglücker. Eine Ausstellung im Haus der Weltkulturen, die mir unsere Sichtweise als die Realitäten widerspiegelt. Morgen und übermorgen den ganzen Tag offen.
Gleich daneben ein Osterkonzert der besonderen Art. Jeffrey Bossin wird an den Feiertagen jeweils 14 Uhr sein Instrument, das Carillon, tätlich aber korrekt, hart aber fair bearbeiten. Dann weiß man endlich, wie der Ton da oben klingt. Die absolute Prince-Party mit all seinen Filmen sowie Platten von der Diskothek steigt morgen 21 Uhr im Ostberliner Jugendclub International, Karl-Marx-Allee 33. Ein Muss für alle, die gute Ohren haben und tanzen können. Berlin, wie es einmal war. Schön, gell? Was es heute davon noch gibt, zeigen kulturhistorische Stadtanfahrten. Treffpunkt Savignyplatz, morgen 11 Uhr. Empfehlenswert nicht nur für Ältere. Traumberufe und deren Ausbildung wie Giftmischer, Geldfälscher oder Brandstifter. Darum geht es in der preisgekrönten SFB-Sendung Mosquito. Montag 14.10 Uhr bei uns im Ersten. Mehr für die Größeren, die es ernster mögen, die letzte Premiere im Schiller-Theater Alpenkönig und Menschenfeind. Hier inszeniert Heribert Sasse sich zwar eigentlich nur selbst, aber es kommt ganz gut. An den Feiertagen jeweils 20 Uhr. Und wenn Sie die Bühne zwar mögen, aber alles ein bisschen bunter und tönender, Porgy und Bess, jene nette Schnulze von Gershwin, gibt es an den Feiertagen um 19 Uhr im Theater des Westens. Ja, das war eine Menge. Nach welchen Kriterien wählen Sie eigentlich aus? Naja, wir probieren nun für jeden etwas zu haben. Für Jung, Alt, für Kunstliebhaber, Populäres, Hochgeistiges, ja. Ausstellungen, Bücher, was weiß ich. Zeitungen haben es da einfacher. Ja, die können natürlich immer, wir haben ja nur anderthalb Minuten, aber ja. Wir haben es letztens mal durchgecheckt und wir haben aufs Jahr auch gerechnet, alles drin. Also die Zeitungen haben auch nicht mehr als wir, die machen immer das Gleiche. Nach dem Motto, für jeden etwas. Richtig. Danke. Ja, nach so vielen Tipps, meine Damen und Herren, und Hinweisen im Zusammenhang mit Ostern, nun zum Osterhasen selbst, der ja, wenn auch ohne Patentnummer, eine wirklich tolle Erfindung ist. Der witzige Brauch als Ulk oder Gag für Kinder ist etwa so alt wie der Tannenbaum, vielleicht ein bisschen jünger. Dieser Osterhase als Brauchtum hat sich besonders in deutschen Landen überall ausgebreitet. Heute ist er ein sogenannter Monopolist. Er besitzt keine echte Konkurrenz, selbst in unserer sozialen Marktwirtschaft. Dazu ein Feuilleton von Frieda Witte. Hey, Leute, Freaks, Typen. Kennt ihr schon den? Er läuft frei herum, reist auf einem Fliegen, ist schnell und scheu, schlägt Haken, ist eine Art bunter Hund in manchen Gassen, ist ein echter Drückeberger. Mit langen Ohren, na, dämmert's? Richtig, so sieht er aus. Albrecht Dürer hat ihn einst porträtiert, 1502. Legt ihm die schönen Ostereier, was meinst du? Eine Osterhase. Ein Osterhuhn legt die Ostereier. Ich glaube nicht, dass das der Osterhase ist. Das ist unmöglich. Was macht der Osterhase bitte? Der legt ins Nest. Peter Ustinov und alle Hasen dürften es faustdick hinter den Löffeln haben. Doch der Brauch vom Osterhasen steht auf schwachen Pfoten. Erst 1682, vor rund 300 Jahren, wurde er zum ersten Male aktenkundig. Freche Burschen mogelten damals den Mümmelmann, hier vom Kaninchen gedubelt, einfach Eier ins Nest. Naseweiß, Hasenfuß. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und als Lampe glasklar sah, war es schon zu spät. Der Osterhase hat offensichtlich alle anderen Tiere zu Ostern verdrängt. Stimmt das? Das ist völlig richtig. Denn der Osterhase taucht etwa vor 300 Jahren das erste Mal urkundlich auf und ist dann immer mehr der Eierbringer geworden, wahrscheinlich deswegen, weil man gerne wollte, dass die Kinder Spaß haben am Suchen. Vor 60 Jahren, als man eine Umfrage gestartet hat, gab es in manchen Gegenden auch noch als Eierbringer etwa den Kuckuck oder den Fuchs oder den Storchen. Fest steht, zu Ostern kommt niemand um das Ei herum. Es ist das Symbol der Fruchtbarkeit, des Lebens, wie das der Auferstehung Christi. Die blutrote Opferfarbe und die kunstvolle Bemalung besitzen Tradition. Das Osterlämmchen wird auch als frühchristliches Opferlamm definiert. Einem alten Brauch zufolge soll das frische Quellwasser zu Ostern, in der Frühe des Sonntags geschöpft, heilende mystische Kraft haben. Dieses Osterwasser, zum Beispiel in der Lausitz überliefert, kann auch Mädchen Schönheit bringen. Die heidnischen, befreienden Frühlingsfeuer wurden im Zuge der Christianisierung zu Osterfeuer. Sie sind heute besonders in den Harzbergen, im Weserbergland und auch in Berlin-Brandenburg beliebt.
Ostern bedeutet schließlich uns, Eier in falsche Nester zu legen und dort oder woanders zu finden. Zum Glück, denn zum Kuckuck nochmal. Morgen heißt's frohe Ostern. Na dann, frohe Ostern auch von allen Mitarbeitern der Berliner Abendschau. Und egal, ob die Sonne scheint oder es regnen sollte, machen Sie das Beste draus, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, tschüss, auf Wiedersehen und viel Spaß beim Ostereiersuchen.